Morgenstund hat Gold im Mund, zumindest bei den Sims. Denn die haben alle ziemlich gut geschlafen. Austin ist schon wach. Na, wissen Sie, ich bin stark, ich bin sexy, ich bin ein extrem cooler Typ. Und ich habe wahnsinnige Schatten unter den Augen. Warum hast du solche Schatten unter den Augen? Spiel. Er sieht echt ein bisschen fertig aus, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ja, da werden wir noch mal ganz kurz ans Make-up ran müssen. Denn da scheint sich irgendwas verstellt zu haben. Ist ja nicht so schlimm. Kann man ja mal machen. Auch wenn das wieder Ladezeiten bedeutet. Lange Ladezeiten. Aber so ist das. Ich meine, hier kann ich ja verstehen, dass es ein bisschen dauert, bis das Ganze in den RAM geladen ist, ne? Ich meine, ich habe zwar so viel RAM, dass das ganze Spiel sich in den RAM laden könnte, aber lassen wir es da mal nebenbei sein. Ja, tatsächlich. Da scheint sich einfach mal. Wie wäre es dann hier mit dem. Und das muss. Also, das muss erstmal weg, so. Concealer sieht doch interessant aus. Das ist gedacht, dass. Ja, genau, man das da hier anpassen kann. Um ein bisschen mehr. Halt ein bisschen mehr Tiefe zu geben. Ich meine, es ist ja normal, dass man eventuell Schatten in den Augen hat. Und ich finde, er ist auch so der Typ für sowas. Aber es sollte halt nicht so extrem sein. So. Ziemlich cool, dass es sowas wie Concealer dann halt hier quasi gibt. Ist das nochmal? Ist das dann nochmal so eine. Ah, okay. Hier kann man nochmal Highlights setzen. Könnte man zum Beispiel dunkler oder halt, wie gesagt, auch heller machen. Das finde ich ganz sinnvoll. Es sieht schon extrem gut aus, der Kerl, oder? Er sieht schon. Also, muss ich ja sagen, Austin. Aber ich weiß, dass ich geil bin. Das brauchst du mir nicht sagen. Das habe ich schon längst herausgefunden. Ne? Also wirklich. Dankeschön, aber nochmal nebenbei. Das wollte ich schon mal gesagt haben. Das freut mich sehr. Okay, da mit dem Make-up stimmt noch alles. Lippenstift wollen wir natürlich nicht. Wobei es gibt nicht. Was zum Henker ist das denn bitte? Was denn? Findest du das nicht erotisch? Was zum Henker ist das denn hier bitte? Also findest du das nicht erotisch? Also ich sehe doch jetzt total schick aus. Okay, das ist dann hier die. Ich habe ja auch irgendwann mal Lipgloss runtergeladen gehabt für Kerle, um die Lippen ein bisschen besser aussehen zu lassen, aber das hier ist schon in Ordnung. Aber nebenbei die Schlafklamotten, ne? Was ist denn damit? Also das Oberteil, das kannst du auch doch nicht ewig so. Was ist das Fanservice für die Ladies? Hallo? Soll doch gut aussehen, aber da jeder hingucken. Ja, aber ich bin mir sicher, da gibt es auch noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel sowas. Wahoo. Hallöchen. Was? Ja. Aber ich bin doch Papa, ich kann doch jetzt nicht mehr so rumlaufen hier. Ist denn hier nicht auch. Ja, genau. Also, ich glaube, das nicht. Also, ist sogar darin sehe ich männlich aus, muss ich ja mal sagen. Da hat er recht. Selbst darin sieht er männlich aus. Hier, das ist so ein typisches Papa-Outfit. Was willst du denn damit sagen? Oh, schwarz. Oder Hose, hallo. Ja, klar. Also, okay, so gefällt mir, ist okay, so kann so bleiben. Ja, das darf so bleiben. Was? Was? Ja, wieso? Ist doch schön. Sieht doch gut aus. Sieht doch gut aus. Ich muss doch sagen, es ist halt. Ja, ich weiß, bei blonden Männern sieht es bei mir sowieso im Gehirn immer irgendwas aus. Also wenn sie dann halt auch noch gut aussehen, muss natürlich gut aussehen. Ich bin natürlich so nicht. Jemand mit hohen Ansprüchen natürlich. Also mit Austins neue Frisuren, ne, das macht es nicht besser. Ist schon ziemlich. Habt ihr in den Kommentaren? Die Kommentare haben sich auch schon überschlagen. Oh mein Gott, wie der jetzt aussieht. Oh, Morning, Sir. Hallöchen. Ja, Alisa hat schon echt Glück gehabt. Ich meine, hallo, er hat eine richtige Meerjungfrau gefunden. Ach ja, Isla Paradiso vermisse ich schon, nur die Stadt hat leider so extrem gelaggt, dass es mir auch, also privat macht es mir auch keinen Spaß, da zu spielen. Aber es ist eine echt, 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 echt schöne Stadt. EA, warum hast du sie nicht ein kleines bisschen. Hallo, oh ja, so gefällt mir das. Oh Gott, wie gruselig er noch gerade geguckt hat. Was willst du denn jetzt machen? Wir könnten aus Kinderbett genommen werden. Ja, finde ich schon mal gut. So. Was macht er denn jetzt? Absetzen. Du könntest sie ja mal auf dem Boden füttern. Dann hätten wir das schon mal erledigt. Oh, jetzt spielt sie mit dem schrecklichen. Ja, schlag ihn! Schlag ihn! Hör auf mit Wusel zu. Nein, nicht drücken. Ja, wirk ihn! So. Es wird Zeit, langsam die Tagesplanung zu machen. Derp ist am Aufwachen. Mandy ist schon wach. Was will Mandy machen? Kompliment über Charaktermann. Hört mal auf, euch gegenseitig immer anzubaggern. Was ist jetzt los? Als wäre ich unsichtbar. Keine Party in Sicht.
Ja, das kann passieren. So verdorbenes Essen ausräumen, das klingt doch schon mal nach was. Und jetzt Frühstück servieren, Pfannkuchen. In die Hand genommen werden. Siehst du, die beiden dürfen miteinander flirten. Den ganzen langen, verdammten Tag. Ich wünschte, man könnte beim Story Progression Mod oder sowas einstellen, dass die Sims halt wirklich nur, also dass sie halt auch wirklich treu sind. Also dass das halt wirklich gar nicht geht, dass die mit anderen, weil das nervt auf die Dauer einfach wie Sau. Sami. Das ist ein schönes Familienbild, das ich nicht so gut sehen kann durch die Scheibe. Ich wurde ausgesperrt. Jo. So ist schön. Ja. So, Derp ist jetzt gleich am Aufstehen. Da kann dann ja mal hoffentlich Betten machen. Außerdem hat das höchste Level der Charisma-Fähigkeit. Ja, ich weiß, sie haben nicht mehr so viele Leute. Was? Wegen Schneefällen gibt es heute keine Schule? Ist ja der Wahnsinn. Wir machen Kitzeln. Kitzeln finde ich gut. So, Austin, du könntest dich ja auch mal deinerseits ums Frühstück kümmern. Einmal kannst du hier den ganzen Haushalt aufräumen und dann kannst du mal Landbrot servieren. Eine schöne Lena Meyer Landbrot. Was? Ja, The Voice Kids läuft ja wieder. Ich fand es total irre, dass Lena da bei der ersten Folge niemanden für Intim gekriegt hat. Und sie so, warum nicht, warum nicht? Ja, arme Lena, ey. Ich mag Lena. Also ist halt einfach so, was soll ich sagen? Beschwerde anhören, okay. Wenn man halt sich mal ihr Make-up angeguckt hat, das war total gruselig für Kinder. Das war einfach nicht schön, das war zu krass. Was? Nicht in die Zukunft reisen, das will ich hier nicht in dem Let's Play auch noch machen. Beschwerde anhören, hier wird sich nicht beschwert, Derp. Was? Ich darf mich nicht beschweren. Worüber darf ich mich dann nicht beschweren? Hier, der ganze Haushalt ist total verlottert. Da, du kannst mal lieber aufräumen und deiner Freundin dann beim Kochen helfen. So, Geschirr wird gespült. Du regst dich auf. Alisa isst was. Und Amanda hat sich schon wieder an diesen... Nein, Amanda, du gehst spielen. So, ist Alisa jetzt wenigstens... Ja, alles gut, alles schön. Dann kannst du dich ja mal wieder dran setzen, schreiben. Schreiben. Die Rückkehr der Frikadella weiterschreiben. Schreiben wir an unserem Horrorroman weiter. Und ich mache jetzt hier, wissen Sie, das geile Landbrot. Ja, ich kann sowas backen. Selbst ist der Mann, ne? Also, ich bin schon ein toller Hausmann. Bei Friedhof bei Vollmond. Ich habe die Mondzeiten ausgestellt. Kannst du knicken. Mandy kann jetzt Hamburger zubereiten. Cool. Ja, Derpy Derp, ne? Dann holst du jetzt auch mal was zu Nomsen. Teller nehmen und danach könntest du gleich mal aufräumen. Ja, warum soll ich das machen? Warum soll ich denn aufräumen? Hallo? Ich muss gleich arbeiten fahren. Glückwunsch, Alisa wurde vom Stadtrat der Stadt Roaring Heights in Anerkennung ihrer ausgezeichneten Arbeit der Titel Trivialliteratin verliehen. Das Getuschel wird so langsam zu Insidergesprächen, je weiter du dich durch das Inhaltsverzeichnis kämpfst. An diesem Punkt dürfen Lob und Anerkennung nicht mehr lange auf sich warten lassen. Oh, wir sind fertig. 416 Seiten! Die Rückkehr der Frikadella. Der Roman ist so unheimlich, dass sie ihn fast nicht fertig bekommen hätte. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Gut, 6 Tantiemen über 460. Nicht schlecht, nicht schlecht. Frau, Wahnsinn, ich bin begeistert. Kannst aber gleich das nächste Buch anfangen. Lady? Oder wir könnten... Na gut, wir haben recht viel gearbeitet. Wir könnten ja mal an Männer beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. So, Derp muss arbeiten, da kann jetzt nicht aufpassen. Kann jetzt nicht aufwischen gehen. Unser Baywatch-Held muss auch gleich arbeiten. Im Winter... Im Winter, Leute, aus vom Ertrinken retten. Meine Güte, wer ist denn so dumm und schwimmt da? Das ist doch... So, sie muss nämlich gleich aufs Töpfchen. Dann wäre es nämlich ganz sinnvoll, dass wir mit ihr jetzt auch gleich mal üben, aufs Töpfchen zu gehen. Und? Oh, ist das süß. So, wie sieht's aus? Hier wird... Plan 8 von Luna Lakes lesen. Luna Lakes, das ist auch eine Stadt von The Sims 3. Wie wäre es, wenn wir aber hier mal unsere Schachfähigkeiten erweitern würden? Wir könnten zum Beispiel mit Mama mal Schach spielen. Wenn sie dann fertig ist. Ja, gleich sind wir soweit. Gleich haben wir's. Hier wird gedrückt, hier wird gedrückt. Drücken, drücken. Ja, Schöchchen. Ja. Der Balken immer so ein bisschen vor und zurück, vor und zurück. Scheint sehr schwierig zu sein, diese Aufgabe. Was ist hier los? Kompliment anhören. Hör mal auf damit! Let's
Nein, 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 nein. Ihr seid Freunde. Nach Tag fragen. So. Bitte nackt zeichnen zu dürfen. Das würde ich mal gerne machen. Was? Tratschen. Gesangstalent reden. Witz erzählen. So. Hi, Tubes Panzaki. Oh, Level 2 Logikfähigkeit. Achso, ist jetzt schon alleine dann natürlich angefangen. Kommt dann Mami hoffentlich dazu und spielt ein bisschen mit? Und Amanda hat ihr Häufchen gemacht. Alles großartig gut. So, und Austin kann danach Amanda wieder ins Kinderbett legen. Er muss ja auch gleich zur Arbeit, ne? Dauert nicht mehr lange. Ja, da muss Mandy jetzt mal aufhören mit ihren Witzen. Oh, hallo, ey, der war voll lustig. Ich wollte dir noch erzählen. Was soll der Scheiß? Outfit wechseln. Karriere 1. Ist das Karriere 2 Outfit immer noch da? Ich dachte, das hätte ich gelöscht. So, und dann gehen wir jetzt nämlich mal in den Park mit Mandy und dann wird sie sich dort einen neuen Auftrag an Land ziehen. Hallo, ich hatte da schon einen Job. Das ist nicht ganz die gleiche Stadt. Was soll die Scheiße, ey? Kann ich ja gar nicht leiden. Gott, das laggt. Das laggt. Ist das der Typ? Das ist der Eigentümer. John Reynolds ist der Eigentümer. So, einmal freundschaftlich begrüßen. Und dann Casting für die Show absolvieren. Oh Gott, es ist so luftig, wie sie angezogen ist. Aber es ist ihr Job-Outfit. Es muss halt sein. Ein Star muss da durch. I wanna be a star, star, star. Und? Oh, der scheint auch auf sie zu stehen. Muss das denn immer sein? Natürlich steht er auf mich. Hallo, guck mal, wie ich aussehe. Ich bin voll super. So, jetzt zeige ich dem auch, wie super ich wirklich bin. Ne? Gott, ist das kalt, ey. Ich friere mir in den Popo ab. So. Ja, dafür hätte ich das... Das Casting war großartig, Flower Flame. Okay, das hat geklappt. Ach Gott, Singogramme. Können wir ja auch mal ein paar Singogramme noch ausführen. Wenn wir uns hier schon erkälten. Wir 1 Grad, das geht ja noch. Das ist noch unter Gefrierpunkt. Oh, Derb ist am Arbeiten. Dann könnte er mal mit Partner unterhalten. Wenn wir jetzt schon unseren Partner haben. Ja, weißt du, also hier, guck mal, das ist meine Freundin. Und das hier, das ist meine, hier, Schwägerin und mein Schwager. Nee, Schwager ist falsch, Onkel natürlich. Entschuldigung, ich hab das mit den Familienverhältnissen nicht so richtig drauf. Ja, und das sind meine beiden Hunde. Und das ist unser neues Hundebaby. Ja, und das hier, das ist, die hat gar keine Familienzugehörigkeit zu mir. Das ist aber auch egal. Warum ist er denn nicht mehr... Wieso ist der Freund? Er ist doch... Oh, weil wir jetzt natürlich keine Elternverknüpfung mehr direkt haben zueinander, ist er jetzt automatisch auch nicht mehr der Onkel. Weil uns ja der Dings... Ach, das ist doch zum Kotzen, weil wir ja keine Eltern hier in der Stadt haben. Kriegst die Krise bei sowas. Dass das Spiel da nicht so weit denkt. Also ist jetzt unser Stammbaum dementsprechend auch nur auf den hier beschränkt. Oh, ja, ist sowas. So müsste ich quasi noch den Elternteil platzieren, damit das... Und dann fängt er... Dann geht die Spirale wieder von vorne los. Ja, dann ist er halt... Dann muss ich halt... Dann... Ich kann ihn, will ihn auch nicht als Bruder hinzufügen. Wir wissen, dass es der Onkel ist, oder? Wir wissen es. Ich glaube, es reicht, wenn wir es wissen, oder? Das reicht uns. Also, hier wie normales Training musst du nicht arbeiten. Du bist doch im Dienst. Du musst doch hier irgendwo im Dienst sein. Ich wollte gerade sagen. Los geht's. Die beiden spielen ja noch Schach miteinander. Ein bisschen auf die Bedürfnisse aufpassen. Amanda ist am Schlafen. Hier macht sich der Hunger langsam breit. So, Austin macht sich dann auch hoffentlich mal auf den Weg jetzt zur Arbeit. In den Klamotten natürlich, in den Klamotten. Bei der Kälte würde ich auch in den Klamotten arbeiten gehen, wenn ich Rettungsschwimmer wäre. Ist völlig normal. Das ist völlig normal. Das ist so normal. Ich komme nicht drauf klar, war.